So, ich bin heute hier in Grünau und im Fährhaus. Laufe ich zum Fährboot. Wie lange treiben die schon diese Fähre? Ja, ich mache das jetzt für meine Schwester am Wochenende. Ja. Also die Fähre selber gibt es schon seit 1806. Ständig. Okay. Und vorher gab es 330 Jahre eine Brücke. Okay. Und die Port da drüben und ein Wegezoll bezahlt. Mhm. Und bis 1974 gab es eine Wagenfähre. Das heißt, Pferde gespannt, später mit Autos. Und wie lange dauerte so die Fahrt bis rüber? 5 Minuten. Und sehr viel Betrieb, so je nachdem Saison. Am Wochenende ist es richtig gut. Okay. Männertag war ganz wild. Okay. Und jetzt am Wochenende schon, in der Woche, geht's. Und die Preise sind so schwinglich, so je nachdem. Ja, ein Euro. Ja, okay. Schön. Und
wie heißt diese Ort hier rüber? Ja. Und Business. Also, Herr Kapitän. Und wie viele Personen passen hier? 12 Personen offiziell. Ja, ja. 2000. Ja, wir sind schon so ein kleines Stück weg. Und das ist Mulde. Das ist bitte? Mulde? Das ist die Mulde. Ja, das ist die Zwickauer Mulde. Ja. Und die Freiberger Mulde, die kommen von oben, Chemnitz, Erzgebirge. Okay. Und durch Eilenburg. Durch Eilenburg. Dann geht es weiter nach Bad Düben bis Dessau. Okay. Und in Dessau geht die Mulde dann in die Elbe und dann geht es ab Richtung Nordsee. Was können Sie so empfehlen, die Gäste, die hier. Sie haben so oben Gaststätte, ja? Gaststätte, dann unsere neue Pension seit 2 Jahren. Okay. Das ist eine Radfahrerpension, aber auch für Feierlichkeiten, für alles Mögliche, ja. Mhm. Bis zu 5 Personen können pro Appartement dort wohnen, übernachten. Ja, und die Anlässe oben, jede Feier von Weihnachten angefangen? Viele Hochzeiten, Schulanfänge, ja. Jugendwein, alles Mögliche. Aha. Ja, Geburtstagspartys. Okay. Und das Schöne ist, man kann es kombinieren mit dem Freisitz. Super, ja. Super.